Weil die Ampelanlage ausgefallen ist, hat sich vermutlich an der Kreuzung Ammerländer Straße-Tungelerdamm in Oberlethe ein Unfall ereignet. Gegen 18 Uhr befuhr am Donnerstag ein 30-jähriger Emsländer mit einem VW Golf die Ammerländer Straße in Richtung Wadenburg. Er übersah, nachdem die Ampel ausgefallen war, das Stoppschild und fuhr in den kreuzenden VW Passat aus dem Landkreis Diepholz. Die Insassen, ein Mann und eine Frau, überschlugen sich mit ihrem Auto. Zudem hielt auch ein VW Polo aus dem Ammerland an der Kreuzung. Der Fahrer kam aus Richtung Wadenburg. Die zwei Insassen konnten nur den Zusammenstoß mit ansehen. Die insgesamt 5 beteiligten Personen wurden zum Teil schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.